Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk Phantom Liberty und dem Beagle. Ich habe ein Ziel und zwar muss ich diese komische Daten blubs bla holen, damit wir Songbird helfen können, die ich immer noch nicht leiden kann. Ist irgendwie laut, Leute. Was? Warum bin ich denn jetzt gefallen? Nicht im Ernst. Maschinchen, wo bist du? Wo ist mein Alter, wo ist meine Maschine? Hä? Wo ist meine Maschine? An die unzähligen Namen. Wir haben alles gemacht, was man uns befohlen hat. Au! Warum wollen wir wieder oben uns im Sturmkanal schaffen? Ihr seid weg, hieß es. Ihr. Ich rufe sie gleich nochmal und gut ist. Ein Moment der Stille für Stan und die anderen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Habe ich hier auch irgendwo eine Schnellreise? Das ist doch nicht mehr in es ist doch außerhalb von von Dogtown, oder? Also irgendwie Kurt Hansen nervt mich. Ich schlitter, ist nicht gut. Pacifica wurden Unruhen gemeldet. Gar nicht wahr! Verstanden, sind unterwegs. Sag mal, würdest du wenigstens zu meiner Beerdigung kommen? Das Fahrzeug der Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. Sag mal, wirklich? Auf alle Einheiten. Die Verdächtige ist noch in der Nähe. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach komm, Leute, ihr übertreibt hier maßlos. Mörderin! Ich bin doch keine Mörderin, sag mal. Ja, ich bin eine Mörderin, aber was habe ich denn? Wann habe ich wen, wo, wie umgebracht? Ich muss das loswerden. Alle Einheiten in der Nähe. Ordnung ist wiederhergestellt. Alle Einheiten gehen zurück auf Patrouille. Also wirklich. Bin ich zu früh abgebogen? Ich bin doch jetzt wieder in Dings hier in. Ich will da nicht hin. Das stinkt. Und deine Freunde sind fies. Das ist doch bescheuert. Bin ich hier? Oh, hat kaum wehgetan, Leute. Ich habe doch nichts mehr zu verlieren, Leute. Also von dem her. Rennen, wie? Ich bin viel zu früh irgendwie abgestiegen, weil Navi mir wieder seltsame Dinge angezeigt hat. Aber was soll's. Immer weiter! So? Ich
frage ja nur, also jetzt habe ich gemordet. Okay, jetzt würde ich verstehen, wenn hier jemand ankommt und mir sagt, nee, das geht so nicht. Aber davor? Was habe ich denn davor gemacht? Ich habe niemanden umgebracht. Das wäre mir neu. Also niemanden in den letzten... Ach, vergesst es. Ihr wisst einfach, was ich meine und gut ist. Au. Da vorne. So, aber wo muss ich hier hin? Das ist eine Klimaanlage. Kann ich irgendwo da ins Gebäude rein? Das ist eine interessante Frage. So, aber ich bin doch jetzt 100 pro nicht mehr in Dogtown, sondern in Night City, richtig? Huh. Okay. No, okay. Wie? Warum? Da ist mir OBS abgeschissen. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Ich musste den Laptop neu starten. Der mag das nicht. Hier findest du es nicht. Also zieh Leine. Na los. Klappe. Funktioniert nicht. Geht nicht? So ein Ärger. Willst du einen Tipp? Ich sag dir, wie du ihn wieder hinkriegst, wenn du willst. Alte Leute brauchen mit so Zeug manchmal Hilfe. Du bist ein Scheißblatt. Also, du musst ihn erst ausschalten und wieder einschalten. Wenn ich jetzt nicht on camera wäre, würde ich dir sowas von... Ich sag dir, wo du den Einschalter suchen kannst für... 1000 Ads. Abgemacht? Okay, die Eddies gehören dir. Nova, guter Deal. Also, wo ist der Schalter? Weiß nicht. Irgendwo hier. Hab dir ja gesagt, ich sag dir, wo du suchen kannst, nicht wo er ist. Wir spielen warm-kalt, okay? Wenn du dich ihm näherst, sag ich wärmer. Lass uns beginnen. Du kapierst es schon. Bist du ein Scheißkind oder bist du ein Scheißkind? Du bist ein Scheißkind, ne? Sag mal, was bist du für ein Scheißkind? Okay. Wärmer! Fast heiß! Okay, warte. Hier? Ernsthaft? Hier irgendwo? Du Kackblach, verarscht mich doch. Wärmer! Fast heiß! Ich ist doch gar nichts. Wärmer! Was für eine Scheiße! Mein Midi! Nein! Ausgerechnet an dem... Yo, 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 denk nicht mal dran, hier drauf zu gehen. Ich weiß keine Leine. So fühlt sich bestimmt ein Hirnschlag an. Alter, Baby. Super, Johnny. Ach, danke. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Beeil dich mal. Die Zeit läuft ab. Ich geb mir ja Mühe. Da bist du einmal nett zu so einem Pissblack und es hilft dir einfach nicht weiter. Gut, jetzt muss ich wieder hier runter. So, ja. Okay, ich soll jetzt warten, bis er sich meldet. Gut, von mir aus. Okay. Nicht verfügbar. Immer noch nicht verfügbar. Ich soll ein paar Stunden warten, habe aber keine Möglichkeit, die Zeit vorweg zu machen. Das ist ja doof.
Karte. Was haben wir denn hier? Ich habe direkt hier was zur Verfügung. Eine Schnellreise. Die benutzen wir doch mal. Ja. Ich bin schon dabei, ich komme. Da vorne, da wollte ich hin. Genau. Und zack, und jetzt wollen wir eine Runde saufen. Selbst ich würde bei so einer Situation saufen und ich trinke normalerweise keinen Alkohol. Übrigens auch immer so eine Sache, die mal heiß diskutiert ist. Wie, du trinkst keinen Alkohol? Ja, stell dir mal vor, muss man nicht. Es geht auch ohne. Gestern haben wir notwendige Reparaturen im Krankenhaus abgeschlossen. 2 Monate entschlossen. Hey, da bist du ja. Alex. Hab schon mal angefangen. Hast du nur Unterhosen? Für die Nerven. Danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen, Alex. Das ist lieb von dir. Du magst mich. Ich habe dir geschrieben, weil ich mit jemandem reden wollte. Jemandem außerhalb der Firma. Aber auch kein Fremder. Das bin ich. Ich wollte einfach mal die Mission vergessen. Mir mal nicht Gedanken darüber machen müssen, jemand anderes zu sein. Verstehst du? Okay. Worüber willst du reden? Naja, ich habe jetzt keine Agenda vorbereitet. Ich will einfach mal kurz ein normaler Mensch sein. Und zwar ich selbst. Einfach bloß Alex. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Einfach die Söldnerin aus Night City hinter mir lassen. Genau. Also, wer bist du überhaupt? Ich bin eine fucking Legende. Gute Frage. Bei dem Scheiß, der in meinem Leben gerade los ist? Echt gute Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Sag mal, denkst du manchmal darüber nach, wer du jetzt wärst, wenn dein Leben anders gelaufen wäre? Nein. Weißt du, ich habe das Gefühl, auf einem anderen Pfad wäre ich auch an genau demselben Ort gelandet. Glaubst du ans Schicksal? Eher ans Pech. Man weiß ja nie. Es könnte viel schlimmer sein. Ich darf irgendwie nicht trinken, Leute. Auch wieder wahr. Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber stimmt schon. Auf deine Gesundheit. Okay, jetzt du. Wer wärst du anstelle einer Geheimagentin und Tarnkünstlerin? Schauspielerin. Oh, das kam flott. Ich wollte immer mal mein Gesicht auf einem Plakat sehen. Und ich liebe Musicals. Echt jetzt? Bin halt altmodisch. Also ja, ich wäre ein Braindance-Star. Hm. Was ist so besonders an Musicals? Weil die Welt in Songs viel schöner ist als in der Realität. Und das ist viel intensiver. Außerdem tanze ich gern. Auf deine zukünftige Schauspielkarriere. Du schaffst das bestimmt. Oder sie stirbt. Mal sehen, worauf es hinausläuft. Danke, W. Echt. Oh, ich liebe diesen Song.
Und die macht mich doch voll an, oder? Also nicht, dass ich Judy fremd gehe, aber es ist ja nicht verboten zu tanzen. Du machst das nicht oft, oder? Tanzen? Nein, eher nicht. Ist das so offensichtlich? Na, ich meinte nicht das Tanzen, aber vergiss es. Tut mir leid, aber ich bin vergeben, Mädchen. Da kann ich also nicht viel machen. Du tanzt aber auch nicht sonderlich oft. Bestimmt sehe ich dich bald auf BD-Plakaten. Keine Frage. Erst der Ruhestand. Verlasse die Bar. Sie mir das so sagen? Bis bald, Oh, bis bald. Ich darf nicht warten. Wirklich nicht. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen und warten? Mann, es geht bestimmt. Ich darf nicht in die Bar. Komm schon, richtig. Warum kann ich denn nicht mal... Ich kann nicht Zeit springen, das ist nervig. Da vorne. Dann muss ich halt nach Hause quasi. Ich glaube, das ist hier, ne? Ja. Und da schlafen, weil wie soll ich sonst ein paar Stunden warten? Nicht verfolgen. Oh, was ist denn da? Scheiße, Mann. Den Scharfschützen da wegholen. Vorne ist es. Feuer! Versuch's doch. FF habe ich nicht. Da habe ich FF drin. Okay. Haha. Ja nun, ne? Mal, was bist du so frech? Was hast du denn Feines dabei? Eine rote Waffe. Komm schon, wofür bin ich? Friss das, Arschloch! Ach ja. Das klappt bei euch nicht so gut, kann das ist. Ich wollte gar nicht so viele umbringen, aber... Hier kommt ja immer eins zum anderen und so. Du hast irgendwas Cooles dabei, das hole ich mir. Okay, wo bin ich hier genau? Ich will... Ja... Dahin.
Okay. Oder kann ich jetzt? Das ist nicht verfügbar. Das ist eine Frechheit, Leute. Irgendwer sieht mich da gerade noch und ich habe keine Ahnung wer. Oh. Scheiß Zetatec. Scheiß Gavs. Scheiß Prototyp. Cool, was ist das? Eine Waffe und ein Splitter. Aha. Sehr faszinierend, Leute. Wir meditieren jetzt ein paar Stunden. Wir meditieren keine paar Stunden. Wo schlafe ich denn hier? Da. Das sollte ja wohl reichen. Kann gerade nicht reden. Bitte was? Wir sprachen gerade von... Hey, ich habe den Code von Karen Exotix. Mhm. Gute Arbeit. Wie? Eine Sache noch. Du brauchst neues Chrom. Ein Implantat für die Verhaltensmodelle. Ich schicke dir eine Klinikadresse. Man erwartet dich schon. Sag dem Ripper dort, du weißt von ihrer Sammlung über den Vereinigungskrieg. Dann weiß sie, ich schicke dich. Okay. Achso, Leute, ich komme, glaube ich, gerade ans Kabel von meinem Mikro. Ich müsste ja eigentlich We Happy Few aufnehmen. Scheiß Gips. Scheiß Prototyp. Hassan? Was? Ich kenne keinen Hassan. Ah, du bist es. Was willst du? Hör zu, brauchst du Hilfe? Ja, du kannst mir helfen. Finde den Schlechter, der mir das angetan hat. Dann zeigen wir es Zetatec und den Scavs. Du und ich, wie früher. Ja. Okay, um das mal festzuhalten, ich habe das Arschloch laufen lass lassen. Lass mal, lieber Hassan. Hab dein Leben nicht gerettet, damit du es wegwerfen kannst. Ja, du hängst auch nur an der Leine eines Fixers. Verpiss dich einfach. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Songbit trägt aber echt hart auf, ne? Du bist ein Trottel, weißt du? Ich hab dir gesagt, verschwinde aus Night City. Hab ich dir gesagt, was machst du, Penner? Du denkst, ja, ist geil, in Night City zu bleiben. Bäh, 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 bäh. Gott, du Lemurensohn, ey. Und dafür hab ich dir das Leben gerettet, du Penner. Noch ein tiefer. Ja. Echt, ich mag das überhaupt nicht. Weißt du, da treffe ich eine Entscheidung und denke mir, ich habe was Nettes getan und der vertickt sein Chrom.
Wir haben noch 4 Minuten. Ich weiß ja nicht. Hallo? Hallo? Bist du Farida? Ja, hier ist geschlossen. Ich hab da was von Interesse für dich. Bezweifle ich. Hab gehört, du sammelst Zeug aus dem Vereinigungskrieg. Mhm. Dann komm rein. Faszinierend, wie mir das die Türen öffnet. Sorry, dass ich so abweisend war. Seit einem gewissen Flugzeugabsturz musste ich viel vorsichtiger sein. Wie? Schön, dich zu sehen. Oh, hey. Gut, dass du da bist, Reed. Wir müssen reden. Das sehe ich genauso. Habe ich was gemacht? Ich bin wegen Somi hier. Ich habe stundenlang versucht, alles zu kapieren, mich in ihre Lage zu versetzen. Aber? Ich wollte wissen, wie viel sie durchgemacht haben muss, um Hochverrat zu begehen. Du stützt deine Erwartungen auf die, die du mal kanntest, nicht die, die sie jetzt ist. Der gemeinsame Nenner bleibt. Sie ist gefangen. Und nicht erst jetzt, sondern seit Monaten. Eigentlich seit Jahren. Das geht auf Meyers Kappe. Miese Verliererin. Drückt sich vor Verantwortung. Songbird, die Blackwall. Dreckige Tricks für den eigenen Vorteil. Wundert mich nicht, dass Somi keinem traut. Obwohl, vielleicht dir. Ihre Gefängniszelle wartet schon auf sie. Und das weiß Somi ganz genau. Das Wichtigste ist, dass wir sie retten werden. Nur das zählt. Myers braucht sie lebend, okay. Aber ich glaube kaum, dass sie den Anschlag einfach vergessen wird. Myers vergibt ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Was willst du mir verkaufen, Reed? Gar nichts. Ich will dich nur überzeugen. Von? Okay. Wir befreien sie aus Hansons Klauen und was dann? Dann bringen wir sie an einen sicheren Ort. Stellen ein paar Fragen. Einigen uns. Sobald ich meine Antworten habe, helfe ich ihr zu verschwinden. Sodass sie niemand findet. Nicht mal Myers. Manch einer würde das Hochverrat nennen. Meinst du, das weiß ich nicht? Ich bleib dabei, ich traue Reed. Ich habe Kontakte ich in Europa. Solo trotzdem mehr. Wir finden die beste Klinik, die euch zwei wieder zusammenflickt. Sobald wir dieses Heilmittel in den Händen haben. Aber zuerst muss ich Somi helfen. Ich befürchte, sie weiß überhaupt nicht, was sie tut. Den Eindruck hatte ich auch. Du vertraust ihr nicht. Ich vertraue dem Dreck von jenseits der Blackwall nicht. Oder der dazugehörigen Paranoia. Beides spielt eine Rolle. Sie hat einen anderen Plan. Da bin ich mir sicher. Ich verstehe dich schon. Aber was heißt das jetzt genau? Ich hab was für dich. Kommt von unseren besten Leuten in DC. Eisbrecher. Eine Silberkugel gegen jeden gut geschützten Hacker. Farida integriert ihn während der OP in dein System. Damit wird Somi innerhalb einer Minute bewusstlos. Wir können keine Risiken eingehen. Und wenn sie aufwacht, wird sie wieder zu Hause sein. Sie könnte den Eisbrecher spüren. Wir reden nicht von einem 0815-Runner. Die Tech ist metaheuristisch und hyperaggressiv. Entwickelt von einer Armee aus Experten. Selbst wenn sie was bemerkt, ändert das nichts. Niemand da draußen kann dagegen allein was ausrichten. Okay,
Wie benutze ich den? Schmeiß ihn an, wenn ihr beide mit dem Mainframe verbunden seid. Dann stehen Somis Türen weit offen. Hoffentlich liegst du richtig. Das hoffe ich auch. Glaub mir. Konzentrieren wir uns darauf, euch das Leben zu retten. Geredet wird später. Ach, ich weiß nicht, Leute. Ich muss dann mal los. Ja, gesagt, ich überlasse dich Faridas fähigen Händen. Immer auf Souls Seite, und das ist auch so, weil ich Songbird einfach null vertraue. Ich halte seinen Plan aber nicht für schlüssig. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Je früher wir anfangen, desto schneller sind wir fertig. Okay, legen wir los. Arsch, Stuhl. Nett. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Keine Sorge, das ist das gute Zeug. Entspann dich. Ein Implantat zur ID-Modifikation ist zwar eine komplizierte Tech, aber die Prozedur ist recht einfach. Ich hab noch nie von so einer Tech gehört. Klingt irgendwie nach Sci-Fi. Ist das ein FAE-Prototyp? Stammt von einem ehemaligen Militech-Forschungsprojekt. Sowas hat Militech aufgegeben? Vielleicht war es was Inoffizielles. Streng geheim. Keiner durfte davon wissen. Politik. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Das ist ein super Scheißgefühl, finde ich, immer wenn ich sowas mal machen musste. Zum Glück nicht oft in meinem Leben. Aber dieses Ziel bis 10, Ziel von 10 rückwärts runter. Ganz furchtbar. Und dann weißt du warum, hast keine Ahnung, was eigentlich Sache ist. Und man fühlt sich so ausgeliefert. So. Und du weißt nicht, was die in den Stunden mit dir gemacht haben. Klar, du wurdest operiert, aber du weißt trotzdem nicht, was die in den Stunden mit dir gemacht haben. Ja, Johnny? Wie viele Finger halte ich hoch? Du mich auch, Johnny. Hey, wie schön, dich zu sehen. Du willst irgendwas von mir? Ja, reden. Hab sonst grad niemanden. Nur dich. Also, wie fühlt es sich an, eine Verräterin zu sein? Interessantes Wort für Undercover-FIA-Agentin. Scheiße, glaubst du den Müll echt? Die schicken dich auf eine schnieke Party, kriechen dir in den Arsch und schon bist du ein Superspion? Nein, das glaube ich nicht. Was kommt als nächstes? Denkst du, du kriegst auch einen scheiß Orden? Eine Parade? Eine Statue? Ein Feiertag, der nach dir benannt ist? Was für eine Scheiße. Aber jetzt mal im Ernst. Du bist in einer beschissenen Situation. Hey, du hast eine Knarre in der Hand. Setz sie wem an den Schädel. Drück ab. Der Meisterspion und die Agentin auf Abwägen. Tragödie, Komödie, beides? Meinst du, einer von den beiden verarscht mich? Nein, die sagen beide die Wahrheit. Ich meine, die Details kennen wir vielleicht nicht, aber ihre Ziele sind offensichtlich. Überleben, das ist ihr Nonplusultra. Außerdem ist sie eine tickende Zeitbombe. Eine von der Sorte, die ständig Fehler macht, ohne zu ahnen, welcher sie zündet. Da gebe ich Johnny recht. Und Reed? Wir sind uns zu ähnlich. Wenn ich nicht aus der Armee weg wäre, wäre ich auch ein Reed geworden. Leben und sterben für unsere Prinzipien. Auch das ist richtig. Das ist die Tragödie, wie... Alle guten Absichten verlangen ihre Opfer. Vergiss das bloß nicht, wenn du vor der verfickten, überwucherten Neuralmatrix stehst. Reed oder Songbird?
Was würdest du an meiner Stelle tun, Johnny? Ich bin an deiner Stelle, bei jeder deiner dämlichen Entscheidung. Ich muss mir deinen ganzen Müll mit ansehen. Aber ganz ehrlich, wie, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Du bist nicht hilfreich. Fertig. Das Verwandlungsimplantat ist online. Jetzt brauchst du nur noch ein Verhaltensmodell. Und tu mir einen Gefallen. Sag mir nicht, wofür du das brauchst. Danke für alles. Sicher. Sehe ich jetzt anders aus? I've seen that face before. Na gut, ihr Lieben. Ich mach dann hier jetzt einen Cut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich vermisse so ein bisschen die letzten beiden Missionen für den guten Mr. Hand. Aber mal sehen. Habt einen schönen Tag. Haut rein.